So, jetzt wollen wir aber loslegen. Es kommen wieder bekannte Werkzeuge vor und das erste wird das Rechteckwerkzeug sein. Das Rechteckwerkzeug gehört hier in diesen Bereich der Zeichenwerkzeuge. Das kennst du schon. Immer wenn du mit dem Auswahlpfeil eines dieser Werkzeuge anklickst, dann übernimmst du die Funktion dieses Werkzeugs. Und hier brauchen wir das Rechteck. Wir stellen uns genau hier in den Punkt, wo Lisann gestanden ist und zeichnen einfach mal ein Rechteck. Und jetzt über die Eingabe geben wir ein 53 Semikolon oder Stichpunkt 3 und drücken die Enter-Taste. Jetzt haben wir hier einfach eine Fläche. Jetzt werden wir diese Fläche zu einem Körper machen, wenn wir das Drücken-Ziehen-Werkzeug, das hier in dem Formenbereich zu finden ist. Wir schieben einfach dieses Objekt nach oben und geben ein 2 und Enter und haben jetzt ein Stück von unserem Hocker hier direkt vor uns liegen, nämlich den Schenkel. Dieser Schenkel ist jetzt noch, wie du weißt, wenn ich jetzt auf das Bewegen-Werkzeug gehe, ganz weich und noch nicht gruppiert. Hier oben mit dem Rückgängig-Pfeil kannst du das wieder alles rückgängig machen, falls dir irgendwas schiefgegangen ist. Machen wir uns nochmal eine Abmessung. Schauen wir mal, ob das alles stimmt. 53. Ja. Immer wenn du zoomen willst, solltest du immer deinen Gegenstand ins Visier nehmen mit dem Auswahlpfeil, dann kannst du auch näher ran. Wieder das Maßband nehmen. 3 cm und nach unten gemessen 2 cm. Alles stimmt, alles passt. Genau das sollte unser Schenkel oder Bein sein. Schauen wir mal hinüber zu unserem Objekt. Ich lasse mir alles anzeigen, gehe nochmal zu unserem Objekt und sehe, auf der breiten Seite, auf der 3 cm Seite, befinden sich 3 Löcher. Jetzt wäre es vielleicht gar nicht schlecht, diese Löcher müssten genau hier in der Mitte liegen. Dazu machen wir uns doch erstmal eine Hilfslinie. Wir gehen auf die Maßbandfunktion, stellen uns hier auf das Objekt und stellen uns hier auf die Kante, stellen uns nicht auf den Eckpunkt und auch nicht auf die Mitte, die uns nämlich auch mit diesem Maßband angezeigt wird, sondern wir fahren hierhin und holen uns eine Hilfslinie und fahren mit der jetzt hier so lange lang. Die klebt mit gedrückter Maustaste an mir dran und sagt mir, hier ist die Mitte mit 1,5 Zentimetern. Und das ist schon mal eine große Hilfe. Von der unteren Seite machen wir die ersten Bohrungen von 5 Zentimeter Abstand. Damit ich das aber hier nicht herumziehen muss und nicht weiß, wo ich bin und ständig hier hingucken muss, na, wo ist denn die 5, mache ich das anders. Ich hänge mich einfach hier zwischen diesen beiden Punkten ein, also nicht den Mittelpunkt anklicken, nicht die Ecke anklicken, sondern genau dazwischen, ziehe mir eine Hilfslinie und jetzt gebe ich nur noch ein den Abstand mit 5 und sage Enter und automatisch liegt die Hilfslinie genau da, wo die erste Bohrung stattfindet. Die zweite Bohrung wird natürlich genau auf der Hälfte von unserem Hocker liegen. Die nächste Hilfslinie wird in der Mitte von unserem Objekt liegen und wir stellen uns wieder hier hin. Wir klicken hier die Kante an und fahren jetzt hier auf der Kante von unserem Objekt spazieren, bis es blau leuchtet. Dann haben wir genau 26,5 und wir setzen wieder eine Hilfslinie. Die letzte Hilfslinie wird nicht so einfach,
Da müssen wir ein bisschen überlegen. Wir nehmen wieder das Maßband, stellen uns hier hin und holen uns eine Hilfslinie und ziehen sie genau einen Zentimeter nach unten. Das machen wir, indem wir 1 eingeben und die Enter-Taste drücken und dann haben wir automatisch den richtigen Abstand. Messen wir nach 1 Zentimeter. Die Bohrung soll aber nicht hier sein, sondern das soll der Abstand sein, wie du hier siehst. Das heißt, dieser Abstand hier soll 1 Zentimeter sein. Wo muss dann das Bohrloch sein? Nun, da wir wissen, dass unsere Bohrungen 15 mm groß sind, dann ist die Hälfte von 15 mm 7,5 mm. Das heißt, wir machen eine weitere Hilfslinie, schieben sie von der Hilfslinie weg und geben irgendwo hin, stellen sie ab und geben ein 0,75. Vorneweg gesagt, bitte bedenke, du musst alles in Zentimetern eingestellt haben. Zum Schluss löschen wir die Hilfslinie, die wir nur zur Hilfe gebraucht haben, und gehen auf das Löschenwerkzeug und haben jetzt hier unsere drei Bohrungen angezeigt, die wir im nächsten Video machen werden.